Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Ark mit Voucher mit unserem Alderle. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Wir sind dabei, die zentrale Plattform hier auf Crystal Island zu erobern, um unser erstes Zuhause zu installieren. Wir sind aber noch nicht wirklich weit gekommen. Ich bin sehr vorsichtig, was die Map angeht. Ich gucke wirklich jedes Tier an. Und meistens erwischen sie mich dann, weil ich mal in die falsche Richtung geschaut habe. So, was haben wir denn da vorne? Was sind das für eins? Ich erkenne es noch nicht. Das sieht auf jeden Fall nicht sehr friedlich aus. Ein Pullover, der macht mich auch weg, wenn ich nicht aufpasse. Wir laufen mal weiter. Wir laufen mal weiter. Schon mal zumindest wieder in die Richtung. Im Idealfall weit weg vom Kanu. Ja, trink mal. Ich muss halt gucken. Im Moment habe ich halt noch das Problem, dass wir mit dem Wasser nicht so wirklich klarkommen. Pullover ist kein guter Freund. Libellen sind im Moment wurscht. Ja, wie lang geht es denn noch, bis wir den Bogen kriegen? Level 6. Ja, da müssen wir halt jetzt ein bisschen was machen, ne? Ich sammle mal Materialien, dann verbauen wir das einfach immer wieder, bis wir irgendwann. Da ist der Kano, der uns vorhin gekriegt hat. Er kämpft auch mit ihm. Also links haben wir jetzt den Polovia und rechts den Kano. Dann würde ich sagen, wir gehen hier einfach jetzt lang. In der Hoffnung, keiner von beiden sieht uns. Dann gehen wir da hoch. Wieder in Richtung Plattform. Ich darf jetzt allerdings nur nicht so viel rennen. Sonst haben wir nämlich ruckzuck kein Wasser mehr. Der Kano ist da unten jetzt. Dann umlaufe ich den jetzt mal in Richtung dieser Plattform. Da unten haben wir jetzt noch ein paar Raseer. Da hinten oben, da wird mein zentrales Lager aufgebaut. Kostet mich das jetzt, was es wolle. Das machen wir, das muss sein. Mein Problem ist nur, durch den Fluss haben wir die Piranhas. Da unten rumzudümpeln und den Kanu nochmal in die Arme zu laufen, habe ich eigentlich auch keinen Bock. Krokodile gibt es noch. Da ist auch nochmal ein Kanu. Für mich ganz klar, dass ich jetzt wieder runtergehe. Sehr spannend. Hey, wir müssen jetzt halt gucken, so schnell wie möglich an den Bogen kommen. Dann brauchen wir unser erstes Reittier. Und dann sind wir eigentlich schon wieder ganz gut aufgehoben. Der Rest passiert dann mit der Zeit. Jetzt habe ich mich schon in den Spot verliebt, ne? Weil da wären wir halt immer schön zentral. Wir könnten von da aus in alle Himmelsrichtungen starten. Wenn wir sagen, komm, heute haben wir Bock auf eine Reise in Norden. Wupp, ab geht's. Der Weg ist in alle Richtungen gleich. Ey, wie wär's denn, wenn wir. Da drüben war ja das Problem noch vorhin mit dem einen Agi, ne? Wie wär's denn, wenn wir uns versuchen, da drüben nochmal Plätzle zu sichern? Vielleicht für ein Lagerfeuer. Jetzt lohnt sich's auch schon ein bisschen was herzustellen, weil ich werde diesen Weg noch ein paar Mal laufen. Lass mich mal ganz kurz gucken. Ich hau mal kurz das raus. Die Samen, die brauchen wir jetzt im Moment eh nicht. Das hau ich auch raus, dass ich mal eine Übersicht habe. Das nehmen wir jetzt auf keinen Fall. Diggerle, du hast noch nichts mehr, gell? Ich hab dir alles, Den können wir behalten. Den hauen wir noch raus. Die auch. Und die. Ich habe einen Speer. Mit einem Speer kommen wir nicht weit. Der hat ja eine ganz üble Chance, dass der bricht jedes Mal, ne? Bräuchten noch ein bisschen Holz. Drüben kommen Bäume. Wer läuft denn da noch rum? Langsam, langsam. Viecher, die so schnell Schwanz wackeln, die sind nicht gut. Ist doch auch schon wieder ein Kano, oder? Ist das dann gar der, den wir vorhin gehabt haben? Pass auf, dann. Aber obenrum kann ich nicht, da ist auch ein Kano. Hier rüber ist wegen den Piranhas vielleicht nicht so geschickt. Ich laufe mal näher hin, weil ich es noch nicht genau erkannt habe, ob es einer ist. Der ist genau an den Bäumen, die ich bräuchte jetzt. Ach du je. Ich traue mich auch nicht einfach hier rüber, ne? Ja, das ist ein Kano. Ich lins mal kurz ins Wasser rein. Vielleicht können wir ja irgendwie einen Weg finden, wo wir schon drüber schwimmen können. Der Piranhas, und die haben mich jetzt auch schon gesehen. Wie nah kommen denn die? Ich muss halt den Kanu umlaufen, ist nicht so einfach. Am Anfang, in jedem Spielstand, wenn du neu beginnst, ist doch alles super spannend, oder? Jeder Schritt. Da hinten ist er. Wenn wir Glück haben, kann ich hier einfach rüberfetzen schwimmen. Wir sind im Flachland, ne? Wenn kein Krokodil kommt. Trink mal einen Schluck. Okay, das reicht.
So, und jetzt rennen. Dem Abi sollst du normal auch nicht zu nahe kommen, den da drüben auch nicht. Mach mal die weg und sammel mal in der Zeit ein bisschen. Da hat sie nämlich bestimmt Steine. Ist der Agi hier irgendwo gelandet jetzt? Der Alter, der weiß noch nicht so genau, wie ihm blüht. Wo ist denn der Agi? Der ist doch hier gelandet, oder? Die Geräusche. Ich liebe das alles schon. Ich liebe das alles schon, Leute. Sind wir jetzt schon da? So, kurzer Moment. Langsam. Immer langsam. Versuch mal kurz dein Glück hier oben. Hier hat es wunderschöne Agis. Erinnere mich an meinen ersten, den ich mir geholt habe, von den Farben auch und so. Das ist doch das, wo ich sein will, oder? Ja. Hier möchte ich mein Ding aufbauen. Da oben hat es Ankylosaurier, es hat Agis. Mit ein bisschen Glück nicht mehr lange. Ankys könnte man auf jeden Fall verkraften, ne? Der kämpft hier mit was? Hä, die machen den Blatt. Leute, die Plattform. Wenn wir die Plattform für uns gewinnen können, haben wir es geschafft. Schöne Aussicht überall hin. Der Agi, der packt doch das nicht, oder? Gibt es hier sonst noch ein Tier? Pass mal auf, wir machen mal... Weißt du, was wir jetzt machen? Wir machen Grundsteinlegung. Wenn ich mir das freischalten kann. Mist, ich bräuchte noch mehr Punkte. Ja, Mist. Wie weit ist es zum nächsten Level? Ja, das schaffen wir doch locker. Was hast denn du jetzt schon alles an? Du bräuchst noch der Hütle. Willst du der Hütle? Soll ich dir das... Müsste ich freigeben. Geht nicht. Im Moment leider nicht drin, mein Freund. Hier oben. Hier ist es. Von hier aus geht es dann für uns in die Welt. Scheiße. Da hat es einen Saver hier oben. Ist der Wahnsinn, oder? Wenn du überlegst, dass es auf der Map Rexe gibt und Giganotosaurier und lauter so Zeug und du hast am Anfang eine Raubkatze hier und musst vorsichtig sein wie ein Fuchs. Ist aber egal. Ich glaube, die haben den Agi geschmatzt. Wenn wir Glück haben, kann ich vielleicht bei dem Fleisch holen. Die fressen doch... Ist der schön! Guck mal! Ein schönes Tier vor dem Herrn, oder? Ja, der hat ihn liegen lassen. Wir haben die Raubkatze, von dem wir es nicht angesehen. Lagerfeuer, Bettstätte. Alles rüber. Okay, wir haben hier oben nur einen Feind bis jetzt, einen natürlichen. Das ist eben der Kollege. Okay, pass auf. Ich würde ihn ja hier rüber locken, dass er mit den Ankylosauriern sich anlegt, weil die machen alles platt hier, die Jungs. Wo geht's denn hier lang? Hier wird's. Hier hat es noch mehr. Da hat es auch noch ein Kano, da hat es noch ein Skorpion. Aber wenn wir mal angekommen sind, wird sich das früher oder später akklimatisieren. Ich könnte natürlich versuchen, den Saber ins Wasser zu locken. Im Moment sehe ich ihn halt noch nicht mal mehr. Wir haben vielleicht Glück, dass die Ankylosaurier uns helfen. Ja, Leute, aber was auch immer uns hilft oder nicht hilft, hier möchte ich sein. Hier bleibe ich. Wir werden uns hier irgendwie arrangieren. Oh, sehr schön. Mit ein bisschen Glück haben wir gleich noch mehr Leder. Ja, die machen das. Da guckt man natürlich jetzt erstmal zu. Hier kann ich mir schon mal den Wasserbeutel machen. Da brauche ich nicht jedes Mal runterschlappen. Das ist sehr gut.
EP-technisch kommen wir auch langsam. Habe ich schon ein Lagerfeuer gebaut? Ja. Ich setze das jetzt mal hier am Rand auf. Dass wir mal einen Anfang haben. Ich kann nämlich jetzt gleich ein bisschen Fleisch uns machen. Holz müsste ich ja ein bisschen haben. Nehmen wir mal die Hälfte vom Holz rüber. Fleisch. Und ab geht's. Ich beobachte jetzt da vorne das Treiben. Wenn sie den Skorpion weg haben und ich den abgebaut habe, kriegen wir das nächste Level. In der Zeit besorge ich uns schon mal kurz vorm Agi. Ja, sie haben ihn niedergestreckt. Ihr seid die Besten. Ich glaube, dass ich euch als Wächter der Feste hier raus. Guckt ihr den. Scheiße, ich habe vergessen, dass die Chitin bringen. Ich wette mit dir, dass wir diese Ankylosaurier. Da kommt nochmal ein Agi, ist natürlich jetzt nicht so gut für uns. Noch nicht, aber bald. Schön, es ist total gemütlich spannend gerade. Mir gefällt es tierisch gut. Ich hätte ja gerne die erste Foundation aufgebaut. Einfach so als Zeichen. Ich habe da. Achso, ich muss den Punkt erst noch vergeben. Entschuldigung. Früher oder später brauchen wir sowieso Resi. Ich mache mir die Strohfundamente frei. Das waren die Decken. Das war nicht zugeschickt. Dann muss ich mal ganz kurz durchgucken. Das werden wir uns eh bauen müssen. Einfaches Bett. Nächster Level up, bauen wir unser Bett. Immer in der Voraussetzung, wir kriegen noch Leder zusammen. Ja, wir müssen halt ein bisschen vorsichtig sein am Anfang, oder? Aber sind wir doch gewohnt. Solange es kein Mikroraptor ist, bin ich entspannt. Mikroraptor. Da 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 da. So, und jetzt haben wir auch schon unser erstes Fleisch. Wir sind angekommen. Zumindest ein bisschen. So. Alles klar. Die Bauplan Sedge Foundation Nummer 1. Was gesetzt ist, ist gesetzt, sage ich immer. Da hinten geht wieder ein Kampf, da gehen wir gleich dazu. So. Hier wohnen wir. Was fehlt mir denn eigentlich für den Ding? Nix, kann ich bauen. Machen wir direkt. Können wir schon ein bisschen EP parallel snappen. Wenn uns der Agi in Ruhe lässt. So. Hauen wir das schon mal durch. Habe ich das noch nicht gelernt, das Narkosemittel? Nee, aber brauchen wir ja eh verdorbenes Fleisch, was ich noch keins habe. Aber Zungpulver können wir schon mal, ne? Da kann ich welche ein bisschen Mats besorgen. Komm, wir gucken mal. Oh, die sind so wunderschön und so hilfsbereit. Eigentlich wehren sie sich nur, ne? Was habt denn ihr gerade niedergestreckt? Ich hoffe, den Saber. Ich komm mal dazu. Ich komm mal dazu, ne? Hallo. Schöner bist du. 130er Tier. Ja, die haben den. Die haben unseren Erzfeind hier. Erledigt für uns. Es ist Verlass auf die Agis dieser Welt. Sehr schön. Hoffe ich mal, dass keine Nachspawner. Ist alles gut. So, wie weit ist es noch? Level 8 kommt ins Bett, ne? Dann haben wir die nächsten Punkte. Ich besorge jetzt einfach Mats. Kann ich eigentlich die Storage Box schon freischalten? Da muss ich auch mal kurz gucken. Die kam ja schon ziemlich früh. Die braucht allerdings auch 6 Punkte, weil dann könnte man schon mal die ersten Sachen für uns ein bisschen zurücklegen. Ich bin doch sonst so schnell überladen, ne? So, das haben wir schon mal. Jetzt würde ich sagen, nehmen wir noch ein bisschen Stroh und Dings mit. Und dann gehen wir vor und hauen das durch und dann EP. Wir brauchen dann so schnell wie möglich den Bogen. Und dann geht es schon. Ja, hack meine Freunde. Aber überhack dich nicht. Stein und Feuerstein. Dann machen wir jetzt vorne ein bisschen Zündpulver. Das gibt EP parallel. Und dann können wir mal hoffen, dass die Agis da vielleicht noch... Den habe ich offensichtlich vergessen. Haben die schon 2 Blatt gemacht? Die sind schon stark, ne, in der Gruppe, die Jungs. Muss ich mal gucken, ob da noch mehr rumliegt. Das ist ein Kötel. Und schon sind wir wieder im Kötel sammeln. Die Plattform wird unser zentrales Lager dieser Welt. Und von hier aus geht's dann ringsrum. Schöne Geschichte. Die Zeit flitzt, wir spielen arg.
Ich hole die natürlich nach und nach ran, die Ankylosaurier. Und dann werde ich die hier als Wachposten leben lassen. So, wir machen es. Machen wir alles rüber. Und rüber. Weißt du, es gibt ja Punkte. Halt jetzt nicht so ultra viel, aber ein bisschen was. Das Holz kann ja von mir aus hier drin schon mal lagern. Das wird jetzt nicht alles innerhalb von kürzester Zeit abbrennen. Ansonsten müssen wir jetzt halt warten, bis die nächsten Punkte kommen. Dann machen wir uns das Bett, dann machen wir uns eine Kiste. Und dann ist das hier das erste Lager, das wir jeweils gesehen haben. Ich mache mal noch 4 Foundations oder so, damit wir einfach ein bisschen ins Bauen kommen. Ich brauche für die Dinger was. Fasern habe ich jetzt genug, Stroh und Holz. Ja, also komm. Gibt alles Punkte. Was kommt denn da für eine Farbe runter? Ab welcher Farbe können wir eigentlich loslegen mit den Dingern sammeln? Auch das habe ich vermisst, ne? Ich hoffe natürlich auf eine Höhle. Das ist gelb. Entschuldigung, dass wir frühzeitig eine Höhle auffinden, wo wir später wieder Loot Drops holen können. So, komm, jetzt machen wir noch ein bisschen Stroh. Schön wieder die Plattform geräumt hat. Das ist halt das... Wenn Ark dann auch sagt, komm, lass den hier oben wohnen, dann macht's frei. Ist deshalb, ne? Schwallert er. Gut, er braucht nur eine Weile, aber ich werde wahrscheinlich nicht das Level haben, bis soweit ist. Meine kleinen LKWs, ihr habt eure Arbeit sehr gut gemacht. So, wie viel kann ich denn jetzt herstellen von den Dingern? Das ist ja jetzt noch nicht das, was wir tatsächlich machen, ne? Das ist jetzt nur zum Aufleveln alles. Ich werde hier auf dieser Plattform, wo wir uns jetzt befinden, ungefähr die Mitte rausloten und werde da anfangen, den Turm zu bauen. In unseren 2, 4, wie viele Ecken hatten wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken. Sechseckige Türme. Und dann werde ich das immer schalenweise wie eine Zwiebel vergrößern und höher bauen, ne? Mit der Zeit. So, dass man irgendwann das Zentrallager von ganz weit schon sieht. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Kein Open-World-Spiel mit Base-Building, in dem mindestens ein Turm, eine Brücke und eine kleine Mauer irgendwo steht, oder? So, aua, ich habe ja unser Level ab. Dann müsste jetzt normalerweise... Ich gehe nochmal auf Resi. Level 8. Bedeutet, jetzt könnten wir uns... das Bett freischalten mit den Punkten. Und habe ich noch welche? Stößelhammers, Narkosemittel kostet 6. Nee. Also, dann geht es jetzt aber darum, dass wir es uns auch bauen. Dann haben wir unseren Spawnpunkt. Stopp. Was kostet mich das? Stroh fehlt noch, ist kein Problem, aber ich will natürlich dann unser abbaubares Bett hinsetzen, ne? Stroh. Stroh, Hamado. So gesehen ist es gar nicht schlecht, dass jetzt hier oben keine Metallressourcen und so sind. Da machen wir schon nichts kaputt, wenn wir hier oben bauen. Reicht das schon fürs Bettle? Yeah. Bett wird gebaut. Agi untersucht hier mein... Digga, du willst jetzt aber hier nicht sagen, dass du da immer rumfliegst, wenn ich da jetzt gleich mein Bett hinstelle. Hauen wir mal kurz die 4 Plattformen noch dazu. Eine hier. Ist das neu? Ist das jetzt neu, Leute? Seit wann macht's denn das, dass es automatisch die Foundations nachzieht? Das kenne ich ja nur von anderen Spielen. Das ist mir gar nicht klar. Ich überlege gerade voll, ob ich das bisher immer nur verpasst habe. Oh, das ist ja cool, dass es das macht. So, komm, Fleisch. Ich lass mal die Hälfte... Ne, lass es mal durchlaufen. Wir werden so schnell kein Fleischfresser zähmen, glaube ich. Glaube ich. Also das Bett muss ich aufstellen. Ich trödel schon wieder. So. Das ging ja nicht, ne? Nee, muss ich hier. So, wir haben einen Spawnpunkt. Wir haben ein Lagerfeuer. Natürlich haben wir mit dem Lagerfeuer auch die Option Fleisch dazu gewonnen. Fupp. Fupp. Dann mal eins gegessen. Und ich habe den Dings doch gebaut, ne? Unseren Wasserbeutel. Der hilft jetzt zwar nicht ewig lang, aber hey. Ich würde sagen, wir holen noch mal kurz Wasser, bevor wir jetzt irgendwie was anderes angehen. Dann müssen wir die Nacht über dem Haufen. Lass mal kurz gucken, dass ich die Farben wieder kennenlerne. Ich grüße dich. Hoffentlich bleibt ihr hier oben, fallt mir nicht runter. Ich brauche euch. Welches Level war der? 20er?
Nee, ich kann den. Schön. Schön, das verbauen wir gleich. Nur Schrott drin, aber genau das, was wir jetzt brauchen, Schrott. Hey, dann haben wir sogar schon eine Eingangstür für heute Nacht. Super. Wird uns natürlich nichts helfen, wenn ich selber nachspawn, aber es gibt Schlimmeres. Schöne Geschichte. Lumlilum, la da da. Dann gönne ich mir natürlich hier, auch wenn es ein Provisorium ist für eine Nacht, hier schon mal so ein bisschen mehr zu. Ey, das zieht richtig die Dinger jetzt nach. Absolut göttlich. Was haben wir denn bekommen vom Dingsle hier? Eine Decke? Eine Strohtür? So, zack. Weißt du Bescheid? Hier wohnt sie, Alterle. Mit der falsch eingebauten Tür. Hier können wir ja, hier können wir ja theoretisch einfach dann hier dicht machen. Und hier, hier. Und jetzt haben wir die Dinger schon verbaut, siehst du? Machen wir uns hier noch eine Decke drauf. Warum auch nicht? Dann können wir ja eigentlich das Bett da hinten reinstellen. Aufheben. Und hier schön. Nobel geht die Welt zugrunde. Wohnen mit den Ankylosauriern. Ey, wunderschön. Guck's dir doch mal an. Guck's dir doch einfach nur an, oder? Der Sonnenuntergang auf Crystal Island. Schnee. Schnee, Schnee, Schnee. Aber ich habe das Gefühl, dass die Strukturen schon mal irgendwann glatter waren. Kann aber auch täuschen, weil ich jetzt schon eine Weile wieder nicht mehr gespielt habe. Beziehungsweise vielleicht, weil ich gerade Jurassic World angucke. Das ist natürlich ein bisschen feiner gezeichnet. So, meine Lieben, wir sind jetzt Level 8. Das heißt, wir werden jetzt bald Level 9. Mit 10 kommt ja dann auch der Bogen normalerweise. Und mit dem Bogen einher geht die Paraseer, müssen wir uns suchen. Ich habe nur keine Ahnung, wo wir die schön finden wollen. Aber wir sind schon an welchen vorbeigekommen. Ich glaube, das war da hinten in der Ecke. Ist jetzt alles nicht so wild. Wir haben hier 14 Grad. Central River ist unser Gebiet. Tag 1, 22 Uhr gleich. Ab 22 Uhr laufen sie schneller. Hey, wir fahren jetzt einfach hier noch ein bisschen Zeugs runter. Ich laufe jetzt einmal das Ding hier noch gemütlich ab. Fackel, haben wir die schon gebaut eigentlich? Haben wir. Haben wir. So. Hey, du Kötelbaron, schmeiß nicht über deine Häufle hin. Nee, du darfst. Ich nehme alles zurück, du darfst. Hier ist kalt. 13 Grad. Ich bin immer froh im Real Life, wenn es 13 Grad hat. So, meine Lieben, zweite Runde. Sind wir noch sehr gemütlich unterwegs. Ich fahre jetzt hier. Wir werden natürlich jetzt auch am Anfang die Nächte mit drin lassen. Ne? Ich schneide es jetzt nicht immer grundsätzlich raus. Wie gesagt, ich möchte ein ganz kleines bisschen eine gewisse Gemütlichkeit wieder mit dem Spiel verbinden. Wir farmen dann einfach auch zusammen jetzt am Anfang. Die Projekte sind zu Beginn eh noch gemütlich. Guck mal da drüben. Dieses rote Leuchten, das da rausblitzt. Super interessante Map, ich freue mich. Wir könnten auch morgen am Strand mal entlang gehen, beziehungsweise da, wo die Dilophosaurier waren. Wenn ich einen Bogen habe, kriege ich die nämlich platt. Dann können wir da auch schön mit Leder. Was haben wir da hinten? Das sieht nach einem Kanu eigentlich aus, ne? Ja, da hinten läuft ein Kanu. Hier am Strand unten hat es gerade nichts. Der Kanu ist Gott sei Dank noch weit genug weg und der Saber. Schöner die Glühwürmeln, oder? Ganze Himmel ist voll mit denen. Alles klar. Ja, meine Lieben, da muss ich ja jetzt nicht unbedingt was reinpressen. Wir werden jetzt zurücklaufen. Ich nehme jetzt hier noch zwei, drei Bäume mit. Dann gucke ich mal, was ich noch verbauen kann. Unser nächstes Ziel ist ganz klar. Wir werden uns den Bogen bauen. Wir werden gucken, dass wir Steinschleudern uns bauen. Und Polas. Und dann wäre eigentlich die Aufgabe, ein Paraseer zu kriegen. Sattel zu bauen. Und dann sind wir schon mal eine ganze Ecke mobiler. Und dann halt aufleveln. Das Gebiet um unseren jetzigen Spot herum will ich erkunden. Ein bisschen großflächiger gucken, wo sind die Eingänge zu den Biomen. Dann werden wir natürlich schauen, wo gibt es den ersten Metallspot in unserer Nähe. Und so weiter. Kennt man ja, ne? Allerdings nicht auf dieser Map. Wie sieht es denn mit dem Durst aus? Ich glaube, ich gehe noch kurz runter und hole Wasser. Komm her, das machen wir noch eben zusammen. Mist, ich hätte gern die Storage Box gehabt, ne? Weil ich bin halt ständig überladen. Ist noch so am Anfang. Das brennt aber auch hell.
So, machen wir das Holz hier rüber. Da hast du auf jeden Fall noch die Möglichkeit. Dann würde ich kurz sagen, wir verbauen die jetzt einfach noch. Ja, dann setz doch den da hin. Warum denn nicht? Dann hast du hier so eine Art Schutzmauer errichtet. Vielleicht hält es ja irgendwie den ein oder anderen Dino ab. Wahrscheinlich nicht. Das ist das normale Fundament, das Ark hergesponsert hat, gell? Alles verbauen. So. Wasser habe ich, da will ich holen, dass wir heute Nacht nicht verdursten. Das machen wir vielleicht noch eben. Wobei ich ganz klar nicht mehr weiß, wo ich geschwind runter soll. Komme ich hier runter und auch wieder hoch? Sieht gut aus, gell? Ja. Ein großer Zugang, wo man mit allen Tieren jeglicher Größenordnung hochkommt. Wir könnten doch mit dem Speer morgen ein bisschen fischen, dann haben wir auch genug Futter, ne? So, meine Lieben. Das war's schon, wir können wieder hoch. Ach Gott, ist das schön mit den Würmeln. Mit den kleinen Würmsies. Herrliche Geschichte. Leute, da mache ich jetzt aus an der Stelle. Ich hole euch morgen früh hier ab, würde ich sagen. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, ist ja schon 12:30. Und dann geht es einfach weiter im Takte, ne? Ach, das ist ein Kristall. Und das andere, was ich gerade für einen Raptor gehalten habe, ist offensichtlich ein Schlenzer auf meinem Monitor. Ich wollte noch sagen, der geht aber synchron mit der Junge. Ach halt, wir haben eine Tür. Hallo? Wir hatten doch eine Tür, oder? Ah ja, man muss halt auch da drücken, wo die Tür ist. Ein wunderschönes Strohhaus. Leute, schöne Runde. Wo stehen wir denn jetzt aktuell? Wir sind auf dem Levelweg, sag ich schon, auf dem Weg zu Level 9. Uns erwartet dann hier die Bola, ganz wichtig. Bola, die Steinschleuder, habe ich die schon freigeschalten? Steinschleuder haben wir freigeschalten, da müsste ich mir mal 2, 3 Stück bauen. Nimm einfach ein bisschen Holz raus, komm, die bauen wir schon mal. Ich will nicht raus, merkst du es? Ich will einfach nicht raus. So, nehmen wir mal die Hälfte raus. Du kannst es aber eigentlich auch nicht, lass das Fleisch ruhig durchbrutzeln. Das brauchst du nämlich immer in Massen, ich kenne dich. So, ich würde sagen 3 Stück. Dann einmal den hier, wenn wir unterwegs sind, einen zweiten Schlauch, weil ja das Wasser auch nicht ewig hält da drin. Sehr gut. Dann machen wir uns morgen mit dem Rest vom Schützenfest Bolas und gehen auf die Suche nach einem Paraseer. Das machen wir. Ich gucke gerade nochmal ganz kurz durch. Fiomia-Sattel könnten wir schon bauen. Aber mit Fiomia können wir nicht wirklich viel anfangen. Weißt du was? Schuhe müssten wir auch freischalten. Dann hat der Alter da seine Schuhe, dann ist das auch okay. Eine Fahne brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Kochtopf sind wir auch noch nicht wirklich. Holzknüppel wäre vielleicht noch eine Alternative zur Steinschleuder. Ja, wir gucken mal, wie wir jetzt mit den Punkten vorwärts kommen. Ich will halt schon ein bisschen sparsam sein am Anfang. Alles klar, wenn ich jetzt könnte, würde ich mich ins Bett legen und einfach pennen. Lass mich nochmal kurz überall rumgucken. Ob irgendwas gespawnt ist. Nee, es sieht gerade sehr friedlich aus, aber leider sind auch die Ankylosaurier nicht mehr da, glaube ich. Ah doch, da hinten läuft noch einer. So, meine Lieben, ich freue mich auf morgen, auf die Runde 3. Dann schlaft schön. Bis morgen.